Yo, Freunde, was geht ab? Ich glaube, heute wird ein richtig guter Tag, denn ich werde euch heute ein sehr besonderes PCP-Luftgewehr vorstellen und testen werden wir das natürlich auch. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es handelt sich um die Seneca Double Shot. Double Shot steht für, wie man hier sehen kann, zwei Läufe. An dieser Stelle kann ich euch gleich sagen, man schießt nicht gleichzeitig aus beiden Läufen, sondern man kann jeweils nur mit einem schießen. Beispielsweise erst schießt man mit dem rechten, dann muss man das Ganze hier nochmal spannen und dann kann man auf den linken switchen und nochmal mit dem linken schießen. Also ist es quasi so wie ein Zwei-Schuss-Magazin. Wenn ihr euch das Ganze jetzt anschaut, sieht das Ganze aus wie eine Schrotflinte, würde ich sagen. Wirklich sehr, sehr schön hier. Das ist alles aus Holz, fühlt sich einfach sehr geil an. Hier haben wir noch so ein paar Gravuren drauf, auf der anderen Seite auch. Also insgesamt ein wirklich sehr, sehr schönes Luftgewehr. Es sieht auch nicht nur aus wie eine Schrotflinte, sondern es ist tatsächlich eine Schrotflinte. Also man kann damit Schrotmunition verschießen. Man kann aber nicht nur Schrotmunition damit verschießen, sondern dieses Luftgewehr ist ein wirklich wahrhaftiges Multitalent, denn da kann man auch Slugs reinmachen. Im Kaliber 50, also 12,7 mm. Das sind schon ordentliche Brecher. Man kann aber nicht nur Slugs und Schrotmunition da reinmachen, sondern auch noch Metallkugeln. Metallkugeln habe ich sogar da. Slugs waren leider nicht auf Lager, aber mit Metallkugeln werden wir heute nicht schießen. Wir testen heute mal die Schrotmunition. Werde ich euch auch alles gleich zeigen. Dann kann man da sogar noch Pfeile reinstecken. Also, ich halte nochmal fest: Schrotmunition, Slugs im Kaliber 50. Dann Metallkugeln im Kaliber 50 und dann auch noch Pfeile. Pfeile habe ich dieses Mal auch nicht mitbestellt. Boah, da kosten 6 Stück irgendwie 160 €. Das fand ich schon ziemlich krass. Ich meine, da kostet ja ein Pfeil 6 durch 160. Alter, ein Pfeil kostet da über 20 €. Puh. Naja, irgendwann in Zukunft werde ich diese Pfeile schon bestellen. Dann werden wir die auch nochmal testen. Aber heute erstmal Schrotmunition. Und erstmal muss ich euch noch ein paar weitere Sachen über das Ding erzählen. Und zwar soll das über 300 Joule stark sein. Was ziemlich heftig ist, ist mit Abstand das stärkste Luftgewehr, was ich jemals gehabt habe. Also 300 Joule, das ist schon eine Hausnummer. Ich würde sagen, damit gehört es schon zu den starken Luftgewehren. Die Shells, die sehen so aus. Ich hole hier gerade mal eine raus. Alter, wie fest ist denn das da drin? Ja, so sehen die aus. Sind in so einer Plastikhülle, würde ich mal sagen. Also sieht einfach aus wie so eine Plastikpatrone. Wie viele Kugeln da jetzt drin sind, kann ich euch gar nicht sagen. Falls jemand von euch jetzt nachgezählt hat, kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Davon gibt es auch zwei verschiedene Sorten. Einmal haben wir hier Six-Shot und Eight-Shot. Die unterscheiden sich einfach anhand von der Kugelgröße. Also ich kann die mal hier nebeneinander halten. Auf der linken Seite Six Shot, auf der rechten Seite 8-Shot. Also man kann schon ganz gut erkennen, dass 8-Shot auf jeden Fall kleinere Kugeln hat. Wie sich das schusstechnisch auswirken lässt, werden wir heute natürlich auch herausfinden. Und wie man das Ganze da reinlädt, werde ich euch dann draußen zeigen. Erstmal müssen wir ein bisschen Luft da reinpumpen. Bis zu 200 Bar kann man da reinpressen, ist aktuell bei rund 150, also ein bisschen was brauchen wir noch. Bei meinen vorherigen PCP-Luftgewehren habe ich ja immer mit so einer Handpumpe gepumpt. Das ist auf Dauer schon ziemlich anstrengend, aber ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mir einen Kompressor gekauft, den zeige ich euch jetzt. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich mich so sehr über die Flinte freue. Es ist ein einfach zu krasses Teil. Selbst für mich ist das zu krass. Habt ihr Bock, dass ich noch mehr so krasse Luftgewehre vorstelle und teste? Falls ja, Daumen hoch und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Luftgewehr-Videos mehr zu verpassen. Puppen wir das Ding jetzt auf. Das hier ist mein neuer Kompressor, ist von der Marke Vevor, wie man das auch immer ausspricht. Was hier ziemlich cool ist, man kann hier einfach 200 Bar einstellen. Ist sogar schon eingestellt. Da ist der Schlauch, den muss ich jetzt einfach hier an das Luftgewehr stecken. Dazu muss ich hier diese Kappe erstmal abziehen. Mit einer Hand nicht ganz so einfach. Der Schlauch wird dran gesteckt. Gehörschutz ziehe ich mir jetzt noch an, denn das ist ein bisschen laut. Den Lüfter aktiviere ich noch. Das darf nämlich nur bis zu maximal 80 Grad warm werden, aber wird es sowieso nicht, weil so viel Luft muss da nicht mehr reingepumpt werden. Und dann wird der Kompressor aktiviert. Jetzt geht's los, Freunde. Alter, ich habe die ganze Zeit geredet. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstanden habt.
200 Bar sind jetzt drin. Damit soll man 5 Schuss mit voller Energie abgeben können. Ist jetzt nicht allzu viel, aber keine Sorge, Freunde. Wir haben unseren Kompressor mitgenommen. Jetzt machen wir mal die Shells rein. Dazu muss man hier einmal so die nach vorne drücken. Da wird dann eine Shell eingeführt und das Ganze wieder verschlossen. Beim zweiten Lauf natürlich dann hier dasselbe. Hebel nach hinten ziehen. Das Ding ist gespannt. Und jetzt ganz wichtig, wir brauchen Gehörschutz. Ups. Ist zwar ein Luftgewehr, aber das Ding hat keinen Schalldämpfer verbaut und so viel Power, also es wird, glaube ich, laut. Wir schießen als allererstes aus einer Entfernung von 5 Metern auf ein Stück Pappe. Ich will erstmal gucken, wie groß so der Streukreis ist. 8-Shot-Shell ist drin. Vielleicht unterscheiden sie sich auch im Streukreis her. Wir gucken einfach mal. Ich entsichere das Ganze und dann schießen wir zuerst mit dem rechten Lauf. Auf die Plätze, fertig. Wuhu. Hat nur ganz leicht Rückstoß gehabt. Fertig. Wow, schaut euch das an. Also ich finde, das ist in Ordnung. Das ist auf jeden Fall eng beieinander und ich glaube, das hätte schon ziemlich wehgetan. Um jetzt auf den linken Lauf zu switchen, müssen wir hier kurz dran drehen. Wenn man hier den roten Strich sieht, ist der rechte Lauf fokussiert. Und wenn man auf der anderen Seite dann den grünen Strich sieht, dann ist der linke Lauf aktiviert. Das Ganze müssen wir jetzt wieder spannen. Man muss auch nicht unbedingt mit voller Energie schießen, weil gerade eben hatte ich nicht komplett nach hinten gespannt. Machen wir wieder die Sicherung rein und jetzt nehmen wir 10 Meter Abstand. Ist ein bisschen komisch damit zu zielen, weil man halt 2 Läufe hat. Man muss irgendwie so ein bisschen, je nachdem mit welcher Seite man gerade schießt, ein bisschen anders anhalten. Aber ich gebe mein Bestes. Auf die Plätze, fertig. Geil. Fertig. Hier war der erste Schuss. Das ist der zweite Schuss. Da können wir schon deutlich sehen, dass der Streukreis größer ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter weg. Erstmal wieder 2 Shells reinmachen hier in den Apparat. Dann spannen wir das Ganze. Sichern. Und jetzt können wir eigentlich direkt mit links schießen, ohne das verstellen zu müssen. Und übrigens sind wir jetzt so ungefähr bei 160 Bar angekommen. Das bedeutet pro Schuss 20 Bar bis 100 ist im grünen Bereich. Also ja, kommt hin mit dem 5 Schuss mit voller Energie. 15 Meter Entfernung. Alter, ich werde auch meine GoPro gleich da treffen. Die muss ich erstmal umstellen, so geht das nicht. Jetzt aber. Auf die Plätze. Fertig. Oh. Ich habe ein bisschen links daneben geschossen, oder? Oha, schaut euch das mal an. Also, der Streukreis ist jetzt schon bei 15 Metern ein ganz anderes Level. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Wir haben extra einen neuen Karton genommen, damit man das auch schön erkennen kann. Ich würde sagen, nochmal 15 Meter Entfernung. Ich versuche mal ein bisschen weiter oben anzuhalten und wir gucken, was passiert. Erstmal wieder hier auf den rechten Lauf wechseln. Entsichern. Um das Ding zu spannen, muss die Waffe entsichert sein. Jawohl. Sichern. Schön anvisieren. Dann wieder entsichern und auf die Plätze. Fertig. Gucken wir uns mal das Ergebnis an. Oh wow. Der Schuss war auf jeden Fall schon besser. Alter. Streukreis ist auf jeden Fall schon groß. Das muss man an dieser Stelle sagen, aber das durchlöchert richtig gut. Ich glaube, das Ding ist gefährlich. Ja, mit den 5 Schuss passt auf jeden Fall perfekt. Knapp über 120 Bar sind jetzt drauf. Wir füllen aber jetzt schon mal auf mit unserem geilen Setup, also Kompressor, angeschlossen an einer fetten Powerstation und Derek ist auch mit dabei. Jetzt, wenn man hier draußen steht, ist das Ganze schon viel leiser als im Wohnzimmer. Hört sich einfach an wie so ein Traktor. Und hast du Bock zu schießen? Hi, Aimi. Hi. Hast du Bock zu schießen? Ja. Okay, du darfst auch. Cool. Luftgewehr ist wieder voll. Wir wiederholen jetzt nochmal diesen Streukreistest, aber dieses Mal mit 6-Shot. Wie gesagt, größere Kugeln sind da drin. Ich bin mal gespannt, ob der Streukreis dann kleiner wird. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, aber wir werden sehen.
Ich spanne das Ding jetzt nochmal, sichern, dann übergebe ich das Derek und ich lasse mal Gehörschutz nicht an, aber ich stelle mich ein bisschen weiter weg. Ich will einfach wissen, wie laut es ist und dann werde ich euch berichten. Hier auch, erster Schuss, 5 Meter Abstand. Ich bin gespannt, leg los, Mann. Alter, ich glaube, bei Six-Shot ist der Streukreis viel größer. Ich meine, schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Trefferbild hier. Und wir haben nicht so viele Löcher. Das kann man jetzt an dieser Stelle, glaube ich, auch schon sagen. Ich glaube, Eight-Shot gefällt mir da besser. Aber nehmen wir nochmal 10 Meter Abstand. Neuer Karton ist platziert. 10 Meter. Ich bin gespannt. Let's go. Boah, ich muss sagen, auf 10 Metern jetzt sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Ich finde, das ist schon recht in Ordnung. Ey, was witzig ist, wir haben hier einfach fast einen Kreis geschossen. Und hier ist, glaube ich, das Kunststoffding durchgeballert. Deswegen ist das hier ein bisschen größer. Sehr interessant. Ich glaube, wir machen nochmal 15 Meter, ey. Ach ja, und vom Geräuschpegel her, wenn ich jetzt so ein paar Meter entfernt stehe, ist es voll in Ordnung. Es ist nicht laut, es ist nicht unangenehm. Man hört das nochmal so ein bisschen schallen. Also ich denke, wenn man das in der Hand hat und selber schießt, dann sollte man auf jeden Fall den Gehörschutz anlassen. Also 15 Meter Entfernung. Boah. Und würdest du sagen, mach voll Bock damit zu schießen? Den Karton, den hatten wir schon mal benutzt. Also das hier ist von einem anderen Schuss. Ansonsten könnt ihr sehen, hier sind auf jeden Fall Löcher. Da sind Löcher, überall sind vereinzelt Löcher. Also ich würde sagen, diese 8-Shot-Shells sind präziser als die 6-Shot-Shells. Also haben einen kleineren Streukreis. Nächstes Experiment. Wir nehmen unseren geilen Ballistik-Gel-Block. Und dann will ich mal gucken, was für einen Schaden das Ding so anrichtet und wie tief die Geschosse eindringen. Das interessiert mich wirklich sehr. Ey Freunde, ich kann immer noch nicht glauben, dass ich einfach dieses Luftgewehr jetzt besitze und einfach hier so ballern kann. Das ist ein Traum. Vielen Dank, dass ich das mit euch hier erleben darf. Bitte. Also ich meinte euch und nicht Derek, ey. Also für den bin ich nett. Nee, der ist einfach nur nervig. Wir machen das so, wir stellen den quer hin, also nicht längs. Ihr wisst, was ich meine, damit wir wissen halt, wie das dann unterschiedlich... Ja, Alter! Alarm! Dann können wir hier einmal drauf schießen. Hier, hier, hier. Und auch nochmal die verschiedenen Geschosse testen, gucken, was für einen Schaden die anrichten. Ah. Oh. Komm, Alter! Was machst du, Junge? Ja, wir haben einen Stein geklebt. Warte. Können wir das schwer, das Ding? 3. Moment! Jetzt! Ein Schuss aus nächster Nähe auf den Ballistic Gale Block. Let's go! Boah! Ein bisschen was von dem Plastik ist zurückgeprallt, also das ist nur teilweise eingedrungen. Werdet ihr sofort sehen, tat aber nicht weh oder so. Schaut euch das an, Freunde. Also hier steckt zum Beispiel ein bisschen Plastik. Ansonsten, das Einschussloch, das ist schon wirklich sehr gewaltig. Ich kann da einfach meinen Finger reinstecken, das gibt's doch nicht. Und... Boah, da steckt Zeug drinne. Der Wundkanal, Freunde, schaut euch das an. Da sind die ganzen Kugeln geballt. Ey, was das für einen Schaden angerichtet hätte, ne? Das wäre sowas von brutal. Ist zwar jetzt nicht so tief eingedrungen, aber dafür richtig fett aufgerissen, das Ding. Ey, man kann echt hier einfach den Finger jetzt reinschieben. Ey, Aimi hat schon fast den kompletten Finger gerade drin. Wie geil sich das anfühlt. Ja, fühlt's geiler, ne? Richtig geil. Vielleicht stecken wir auch noch was anderes rein, hä? Das war 8-Shot. Als nächstes nehmen wir 6-Shot und vergleichen das natürlich miteinander. Auf die Plätze, fertig, los. Wow, Alter. Alter. Wie der Block auch nach hinten gestoßen ist. Leck mich. Wow, Freunde, jetzt können wir das richtig schön miteinander vergleichen. Hier sehen wir 8-Shot. Alles wirklich sehr eng beieinander. 6-Shot ist schon, selbst bei dieser geringen Entfernung, weiter auseinander. Sehr viele Kugeln sind gar nicht so tief eingedrungen, wie ihr hier sehen könnt. Einige sind aber auch so tief wie bei dem 8-Shot eingedrungen. Insgesamt hat das Ding auf jeden Fall mehr Schaden hinterlassen. Heftig!
Sehr, sehr geil, das so im Vergleich zu sehen, ey. Wir machen jetzt nochmal einen dritten Schuss auf den Block, aber diesmal nehmen wir mal etwas mehr Abstand. So 5, 6, vielleicht 7 Meter. Mal gucken. Knapp über 5 Meter. Ich bin bereit. Derek schießt. Ah. Das ist das Ergebnis. Also man muss schon echt hoch anhalten, wie ihr hier sehen könnt. Die Kugeln sind da eingedrungen. Zwar nicht mehr allzu tief, sondern so 2 cm geschätzt, vielleicht ein bisschen mehr als 2 cm. Ich zeige es nochmal von oben. Einige haben es sogar weiter geschafft, aber die meisten so knapp über 2 cm würde ich sagen. Den Griff haben wir hier noch erwischt und den Tisch auch ordentlich verdellt. Und ist sogar ein bisschen was zurückgekommen, aber tat nicht so weh, ne? Nee, geht. Also es wird auf jeden Fall nichts dick oder so. Energie vom Abpraller, so 0,3 Joule geschätzt. 120 Bar sind noch auf dem Tank drauf. Das bedeutet, einen Schuss können wir noch machen. Und dazu nehmen wir uns mal ein paar Getränkedosen. 7 Stück an der Zahl. Ich habe die hier mal so aufgestellt. Und wir werden mal richtig viel Abstand nehmen und gucken, wie sich das Ganze dann verhält. Da stehen die Dosen. Ich zoome mal raus. Wir haben hier knapp 20 Meter Abstand. Ich bin gespannt, ob alle Dosen kaputt gehen werden. Das wird jetzt ein sehr schöner Praxistest. Du kannst loslegen, Derek. Zeig mir, was du drauf hast. Bereit. 3, 2, 1. Boah, das sah so geil aus, Mann. Krass. Alter. Oha. Also... die ist sehr gut durchlöchert. Die hier hat nicht so viel abbekommen, vielleicht 4 oder so. Die hier ist auch wirklich sehr gut durchlöchert. Auch durchlöchert, auch durchlöchert, auch durchlöchert. Alle durchlöchert, das gibt's halt, Alter. Geiler Schuss und geile Flinte. Super. Du hast gerade so gemacht, als hätte ich geschossen. Wow, Freunde. Boah, ich bin fast sprachlos. Das Ding ist richtig geil. Schreibt mir mal bitte zu diesem Luftgewehr eure Meinung in die Kommentare. Wir müssen jetzt erstmal wieder Luft reinpumpen. Unser nächstes Ziel ist jetzt hier dieser Betonblock. Mal gucken, was für einen Schaden wir daran anrichten können. Seid ihr bereit, Freunde? Ich bin bereit. Das Gewehr ist auch bereit. Auf die Plätze. Fertig. Oh, heilige Sch... Alter, ist das heftig. Schaut euch das an. Also hier konnten wir echt sehr viel wegballern. Vor allem hier, was da für ein Loch drin ist auf einmal. Und ansonsten sieht man hier auch noch die einzelnen Schüsse. Oh, das ist so geil, Freunde. Ich muss nochmal schießen, das ist einfach zu geil. Wiederholen wir das Ganze nochmal mit Six-Shot. Mal gucken, wie es da aussehen wird. Das Ding ist gespannt. Hast du... Ja, rechts ist drin, ne? Okay. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Also ich finde, der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Man kann schon erkennen, dass die Löcher... bisschen größer sind. Komm, weil es so viel Spaß macht, schieß mir nochmal aus 10 Meter Entfernung auf den Block. Das ist einfach wirklich arschgeil. Ich bin nochmal ein paar Schritte nach hinten gemacht und gleichzeitig möchte ich nochmal was anderes. Ich bin nochmal ein paar Schritte nach hinten gemacht. Ich bin nochmal ein paar Schritte nach hinten gegangen. Ich bin nochmal, ich habe mich leicht verschoben, ein paar Schritte zurück. Du bist verschoben. Alter! Ach komm, was ich jetzt nochmal testen will ist, wie lange es dauert, wenn ich jetzt dringend den zweiten Schuss abgeben möchte, weil der erste Schuss nicht gesessen hat, wie lange das einfach dauert, das Ganze zu machen. Deswegen, wir spannen. Nee, wir entsichern zuerst und dann können wir spannen und dann schießen wir. Erster Schuss, ich drehe an dem Rädchen. Dann kann ich nochmal spannen und zweiter Schuss. Bam. Und was willst du sagen? Ja. Ja, ich denke, mit Übung hätte ich das noch viel schneller hinbekommen. Ansonsten finde ich es eigentlich ziemlich praktisch, weil währenddessen man halt nochmal spannt und so, kann man ja sich nochmal auf das Ziel fokussieren und dann halt das zweite Mal schießen. Gucken wir uns mal an, was für einen Schaden wir angerichtet haben. Oha. Oha, ist das heftig, ey. Übrigens,
In dem einen Lauf war Six-Shot drin, in dem anderen Eight-Shot. Aber es ist einfach heftig. Es ist einfach zu heftig. Was soll ich dazu noch sagen? Machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Schadentest, wie ihr hier hinten schon sehen könnt. Ein paar Melonen haben wir am Start. Ich finde, an denen kann man auch immer ganz gut erkennen, was für ein Schaden so eine Waffe anrichtet. Die Melone ist bereit. Derek ist auch bereit. Entfernung knapp 5 Meter. Ich bin gespannt. Let's go, Mann. 3, 2, 1. Oh, geil. Richtig geil. Alter, Freunde, was ist denn mit der passiert? Wie die aufgerissen ist. Heftig. Da habe ich ja richtig gut getroffen, ey. Alter, ist aber hinten nicht rausgekommen, wie es aussieht. Nee. Komm, Freunde, nochmal ein Schuss aus nächster Nähe. Ich glaube, das wird fetzen. 3, 2, 1. Laber nicht, ey, was ist das denn? Das ist ja geköpft. Oh, 1. Ey, Freunde, es war einfach so geil. Wisst ihr, was ich mir wünschte? Ich wünschte, ich hätte so eine richtig geile Slow-Motion-Kamera, die alles sehr schön in Zeitlupe aufnehmen kann. Ich habe auch schon mal so eine Firma kontaktiert hier in Deutschland. Die haben sich einfach nicht gemeldet. Falls jemand von euch einen Kontakt hat oder weiß, woher ich so ein Ding herbekomme. Ich weiß, das ist arschteuer, aber das würde meine Videos wirklich auf Next Level bringen. Also, falls jemand von euch weiß, meldet euch bitte bei mir. Luftgewehr wird jetzt wieder aufgepumpt. Ich habe mir auch übrigens schon eine Druckluftflasche gekauft. Damit lässt das richtig schön und schnell auffüllen und natürlich auch noch leiser. Kann man sehr geil überall mit hinnehmen. Aber ich habe noch nicht den passenden Adapter dafür. Deswegen habe ich die Druckluftflasche diesmal nicht mitgenommen. Also für die Zukunft, Druckluftflasche ist schon am Start. Komm, ich baller auch nochmal. Aus nächster Nähe drauf. Vorhin hatten wir 8-Shot drin, jetzt haben wir 6-Shot drin, aber aus der Nähe wird das, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Ich schieße einfach. Oh. Geil, Mann. Nächste Melone steht bereit. Alter, so viele Melonen, wie wir heute killen. Ey, ich komme locker in die Hölle. Komm, diesmal knapp über 5 Meter Entfernung. Auf die Plätze, fertig. Oh! Alter, bisschen zu weit rechts geschossen. Aber wir können ja noch einen zweiten Schuss gleich abgeben. Schauen wir uns erstmal das Ergebnis an. Alter, wie gut man das sehen kann, da noch die Rillen, wo die Kugeln durchgegangen sind. Und wie die ja weggefetzt wurde. Und ey, schau dir das mal an. Die sind auch rausgekommen hier. Oh. Ich kann gar nicht unterscheiden, was jetzt Kerne und was Kugeln sind. Geil, Mann, Alter. Das Ding hat so viel Power. Nochmal ein Schuss aus etwas weiterer Entfernung. Ist echt komisch, damit zu schießen, weil man eben rechts und links einen Lauf hat. Aber ich gebe mein Bestes. Oha. Habe ich gut getroffen? Ich dachte, du hättest daneben geschossen. Ich schieß nochmal. Doch, da sind viele eingedrungen. Das ist eingedrungen, doch. Ist eingedrungen? Ja, weil die so klein sind. Das läuft sogar raus. Schaut euch das an, Freunde. Erster Schuss war ein guter Treffer. Ein bisschen vielleicht zu hoch angehalten. Hat man aber aus der Entfernung nicht gesehen, ob man getroffen hat oder nicht. Zweiter Schuss ging, glaube ich, eher da unten hin, weil ich dachte, ich muss noch tiefer anhalten. Nichtsdestotrotz, das ist heftig, ey. Das ist wirklich heftig, Freunde. Das Ding macht so viel Spaß. Amy ist jetzt dran. Ein Schuss auf die Melone. Oh. Ey, bei dir sah es so aus, als wenn es mehr Rückstoß hätte, ey. Ich habe schon gemerkt in der Schulter. Komm, ein Experiment machen wir noch. 4 Dosen Sprühsahne habe ich dahingestellt und wir nehmen jetzt mal richtig viel Abstand. 30 Meter jetzt ungefähr. Alter, das ist schon eine Hausnummer. Ich bin gespannt, ob die kaputt gehen werden. Let's go, Mann. 3, 2, 1. Du hast nicht getroffen, du hast rechts unten getroffen. Kein Treffer, wird jetzt schon ein bisschen schwieriger zu treffen auf die Entfernung. Also es sind hier schon ein paar Dellen drauf, aber wir sind uns nicht sicher, ob die Kugeln nicht am Boden abgeprallt sind und dann erst dagegen. Deswegen wiederholen wir das auf jeden Fall. Ey, weißt du, wie ich mich fühle? Hm?
wie auf so einem Kirmesstand oder so. Gerade eben haben wir mit Six-Shot geschossen. Die haben ja eine größere Streuung. Wir probieren es jetzt mit 8-Shot und mal gucken, ob das besser aussehen wird. Zwei Shells sind drin. Bist du bereit? Ja. Oh, ich bin auch sowas von bereit, Alter. Rechts, rechter Lauf. Oh, ich glaube, das war kein guter Schuss, ey. Aber es hat geklackt. Zweiter Versuch. Let's go. Das war sowas von ein Treffer. Tja, du bekommst leider keinen Hauptgewinn. Also, vorhin hat Derek auf jeden Fall auch getroffen, wie es aussieht. Es sind zwei Dellen da, aber wir konnten die nicht vernichten. Das bedeutet, wir müssen noch mal ein bisschen näher ran. Die werden heute vernichtet. Und die Streuung, die wird auch bei der Entfernung echt gigantisch. Das muss man schon sagen. Also, nächster Schuss, 20 Meter Entfernung. Ich bin gespannt, ey. Oh! Geil, Mann. Schaut euch das an, Freunde. Das Loch ist so fein, wie es rausspritzt. Yeah! Sehr geil. Oh yeah. Zwei Stück sind kaputt gegangen, zwei leben noch. Also noch ein Schuss aus 10 Meter Entfernung. Let's go, Bruder! Oh. Voll krass, was 10 Meter für einen Unterschied ausmachen, Freunde. Wow, wow, wow. Das Luftgewehr ist genauso geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Wirklich ein absoluter Traum, ein absoluter Favorit von mir. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ich schon gesagt habe. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Teil abdrehen, wo wir mit den Kugeln schießen. Ich versuche noch Slugs aufzutreiben. Hoffentlich sind die irgendwann mal auf Lager. Und ich glaube, die Pfeile muss ich auch mal bestellen. Also, ich denke, es wird noch mehrere Teile mit diesem Luftgewehr hier geben. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten, Freunde. Ich bin so gespannt auf euer Feedback. Also, wir sehen uns. Peace.